Brasilien hat viel Platz und beste Vegetationsbedingungen. Ideale Voraussetzungen für die Sherwood-Plantagen im Bundesstaat Mato Grosso. Sherwood setzt bei der Pflanzung und Bewirtschaftung der Bäume auf kompetente Partner vor Ort. Teak und Balsaholz wachsen hier im Einklang mit der Natur. Regelmäßig ist auch Geschäftsführer Peter Möckli vor Ort, um sich ein Bild von der Entwicklung der Plantagen zu machen. Dabei geht es ihm auch darum, neue Wege zu finden, wie Sherwood langfristig und kurzfristig orientierten Investoren interessante Angebote bieten kann. Beispiel Balsa. Wir sind ja auf der Fazenda Ponta Verde vor der Balsa-Plantage, die im Jahr 2009 im Januar als so kleine Pflanzen gepflanzt wurde. Und jetzt sehen wir, dass die Bäume über 12 Meter hoch sind und einen Umfang von über 54 cm haben. Dies zeigt, dass Balsa sehr schnell wächst und innerhalb 5 Jahren kommerziell genutzt werden kann. Das wichtigste Holz in der Plantagenbewirtschaftung ist Teak. Um bessere Erträge zu erzielen, setzt Sherwood auf die natürliche Vervielfältigung besonders guter Exemplare. Diese wurde im Dezember 2008 gepflanzt. Und das Spezielle hier dran ist, dass die Bäume mit Klons gepflanzt wurden. Mit dem Vorteil, dass diese sehr homogen und gerade wachsen und so ein sicheres Volumen ergeben und gute Qualität vom Teak. Direkt nebenan sind bereits neue Bäume auf rekultiviertem Brachland gesetzt worden. Sherwood erweitert die Anbauflächen kontinuierlich. Die Nachfrage nach ökologisch vertretbaren Anlageformen ist groß. Und wer will, kann sich selbst ein Bild von seinen gekauften Bäumen und den Bedingungen vor Ort machen. Auf dem Weg zur nächsten großen Plantage von Sherwood bekommt man den Wasserreichtum der Region genauso zu sehen wie die wichtige Rolle des Holzes. Die Brücke ist daraus gebaut. Stefan Siedler ist Forstwissenschaftler und überwacht Pflanzung, Wachstum und Einschlag der Bäume auf allen Sherwood-Plantagen. In der Nähe von Juara wird eine Pflanzung ausgedünnt, damit die verbleibenden Bäume weiter Platz zum Wachsen haben. Und sie wachsen gut. Der Forstexperte ist aber nicht nur wegen der guten Böden vom Land überzeugt. Der Vorteil ist hier in Brasilien, dass sehr große Landflächen noch zur Verfügung stehen. Man kann auch noch relativ günstige Flächen kaufen. Brasilien hat einen sehr hohen Binnenmarkt, das heißt, Brasilien hat eine sehr hohe Bevölkerung, deshalb ist auch die Holznachfrage im eigenen Brasilien sehr, sehr hoch. Schon jetzt nutzt Sherwood das erste Holz der Ausforstungen. Das Holz wird bei einem lokalen Partner nahe der Plantagen direkt weiterverarbeitet. Abnehmer für Möbel und Türen gibt es zahlreich in Brasilien. Wir haben die Absicht, mit dem zusammen diese Fabrik jetzt auszuweiten, um auch in der Zukunft weiterhin das Ausforstungsholz hier vor Ort verarbeiten zu können. Die Zeichen stehen in Brasilien auf Wachstum, langfristig und damit auch in der Holzbranche. Gute Aussichten also für Sherwood und die Investoren.